Das Licht, ja, ist Grundlage allen Lebens einerseits. Andererseits, was mich an dem Licht besonders interessiert oder wie mein Weg zum Licht geführt hat, war über die Medien, über den Informationsgehalt von Licht, die Übertragung mit Lichtgeschwindigkeit, die Tatsache, dass Licht eben sein kann oder nicht sein kann und seine Transparenz, seine Allgegenwart. Licht macht alles sichtbar, bleibt selbst aber unsichtbar. Und das fordert heraus, es einfach zu bearbeiten und in Situationen zu bringen oder Situationen zu erzeugen, wo es sich zeigen kann. Ein Teil meiner Arbeit geht es um Zeichen, Codes. Mich interessiert Übersetzung und Transformationsvorgänge. Unsere Wahrnehmung ist eigentlich Übersetzung. Alles, was wir sehen, wird übersetzt in Gedanken, in Sprache, in Bilder. Das ist so ein grundlegender Ansatz von dem Umgang mit Sprache, mit Codes in Verbindung mit Licht.